Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte für den Marsch. Mal schauen, ob der Faktor hochkommt. Ja, kommt hoch. Zwar langsam, aber er kommt. Und ich komme nicht hoch, weil ich um Leitfange hänge. Macht aber nichts, ich bin nur froh, dass der andere gekommen ist. Weil, wenn ihr nicht gesehen habt, beim ersten Mal kam er nicht hoch. Dann habe ich erst das Gewicht angehängt. Das Gewicht vom Dienstraktor weggenommen und ihm das gegeben. Und dann habe ich half dann auch nicht. Dann habe ich einen anderen Dolly gekauft, weil hier so ein kleiner Buckel ist, dass er da drüber kommt vielleicht. Hat er dann auch mit Mühe hinbekommen. Also richtig mit Mühe. So, wir fahren jetzt zurück zum Hof und dann hier jetzt mal sehen. Es hat funktioniert. Es funktioniert, obwohl er richtig voll war fast. Die Kale ist fertig. Und das andere ist jetzt noch mit, kann noch mit den Reifen. Wir werden jetzt den Strom machen. Das heißt, es geben wir auf 5 Geschwindigkeit. Mal Stroh haben wir jetzt drei Felder. Drei Felder werden wir entsprechend auch erstmal anfangen bei 1. Dann können wir gleich mal suchen, wo der ist. Müsste eine Garage bei den Kühen sein. Und dann werden wir gleich mal Stroh fahren. Und wir können auch Kalk immer streuen. Da kürzen wir mal ab, ist er abgeerntet, ne? Also so trage ich das auch nicht. Ausnahmsweise und fahren den entsprechend. Man könnte in eine Garage fahren, aber ich kann auch direkt in eine Halle reinfahren. Jetzt ist immer ein freier Platz hier. Ja, 2. Das andere muss ich bei Gelegenheit wieder einfüllen, das Dünger. Der Überlader war gleich rechts von mir, das passt gerade so. So, C. Ich dachte, da ist der Schwatte. Dann können wir hier auf 12 auch schwatten, bevor wir sammeln können. Aber wir fangen jetzt mal an mit Feld Nummer 15, würde ich meinen. Und dann gehen wir auf 2 und dann gehen wir auf die 12. Und dann hat er auch nebenbei schon das Schwatt gebracht. Kommen wir da durch? Klar, ich schlage nicht mehr durch. Fahren wir einen Kurs ein. Abfahrkurs normalerweise. Der nicht auf sich gibt. Der ist doch unmöglich. Alles mal egal, lass mal eine Runde fahren. Wir kümmern mal darum, dass wir Stroh kriegen. Das heißt, wir müssen immer sehen, ja, kurz einfahren. Beginnen wir hier vorne. Aus Prinzip. Können wir auch Stroh fahren. Das ist hier Prinzip beladen. Das ist der Kurs hier. Wir müssen ja so auf Feldmodus gehen. Wir beginnen mit dem Kurs. Und die fahren vorne wieder raus. Bietet sich an, weil die Felder hier entsprechende Öffnung haben. Also keine Grünfläche. Fahren wir hier mal die Runde rum. Da wir aktuell nur ein Fahrzeug haben zum Aufladen. Brauchen wir auch nicht so darauf achten, dass wir keinen Gegenverkehr haben. Wir werden das alle schön ins Lager fahren. Wir können es ja bei Bedarf auch umladen auf Richtung Mischfutterfabrik. Aber das ist ja auch wiederum mit jedem normalen Hänger machbar. Darum fahren wir erstmal ins Lager. Dazu fahren wir die Runde ein bisschen größer aus. Und dann geht es Richtung Lager.
Lager nimmt zum Glück alles an. Danke auch dafür. Dann fahren wir hier die Runde rum. Müsste eigentlich gut packen. Wie gesagt, nach Möglichkeit so fahren, dass zwei Fahrzeuge beruhigt fahren könnten, oder auch drei. Bei Feldern, die weiter weg sind, da kann man auch zwei oder drei Fahrzeuge fahren lassen. Dass es vorankommt, ne? Man muss ja auch irgendwas tun, dass es sich was bewegt. Und dann geht es hier wieder aufs Feld. Hätte man den Startpunkt ein bisschen später machen können, aber das ist ganz okay. So, das ist der Punkt. Den müssen wir mal speichern. Und zwar, das ist 15. Abfahrer. Richtig geschrieben? Abfahrer? Ja, denk schon. Denk schon. Abfahrer. Geld. 15. Hof. Sie. So. Hoffe, das passt mit Abfahrer, ne? Und wenn, ist auch egal. So, jetzt nehmen wir es, wir löschen. Jetzt wollen wir den anderen Kurs laden, und zwar Ernte. Ernte fährt 15. Fährt 2, Ernte. Das habe ich hier irgendwo runtergeklatscht. Der Düngen vielleicht. Würde mir zutrauen. Düngen ist alles drin. Grasmähen. Ist auch Dings bei. Ernte von 2. Ernte, Düngen. Mit den Ordnern seht nicht durch. Gebe ich ehrlich zu. Ernte. Feld 15. Ja, das ist aber mal richtig drin, ne? So, jetzt hängen wir noch den Kurs an. Und zwar Abfahrer oder was hat das geschrieben? Überführung nicht. Unter A. Anhängen. So. Und hier ist es wichtig. Feldarbeit. Und jetzt fängt er da oben an, wo Drescher angefangen hat. Das macht er jetzt so. Jetzt fährt er den Feldkurs ab vom Drescher, und ich muss mal schauen, ob er ein bisschen versetzt machen müssen, von links und rechts. Ansonsten macht er jetzt schön die Arbeit, so wie es sein soll. Der Timer läuft nicht, da muss ich aufpassen. Bei der letzten Folge ist es auch nicht so tragisch, ein bisschen länger ist. Aber ich wollte ja ungefähr heute noch pünktlich ins Bett kommen, ne? Bisschen Schlag muss ich ja auch noch, also morgen früh. Oh, nicht wundern, 10 Tonnen Autofahrt vor mir. Oh je. Okay. Aber ich das sage, und das ist schon bald vorbei, dann wirf wieder zurück. Bin ich früher regelmäßig gefahren. So, er fährt ganz gut. Das passt, jetzt können wir uns um den anderen Typen kümmern hier. Die dusselige Nuss hier, wo ist der hier? Warum ist er jetzt, mal gucken, was wir vielleicht eingestellt haben. Die Kurve machen wir noch. Entlassen. Und der Kurs dann nicht. Dann nur mal ganz kurz. Dieser Kurs, also ist das nicht. Gute Route abfahren, das heißt. Also gut abfahren bringt nichts, das ist ja für den Abfahren der Drescher. Und das ist ja nur. Ja. I ist gut, aber gut, okay. Überführung. Schauen wir jetzt, ob er jetzt packt. Dann sehen wir weiter, ne? Dann haben wir auch die Folge fast geschafft. Fast. Wie gesagt, Stromkurs kann immer arbeiten. Das ist wichtig. Und dann können wir näher den nächsten Takt daneben und Trikale auf. Schwatten vorbereiten,
und hier müssen die drei Löcher entsprechend zum Hof fahren und reparieren und wegstellen. Waschen normalerweise. Für Mais brauchen wir eher den Häcksler und für unseren Hopfen rechts von uns gesehen, wo die Textur noch ein bisschen komisch ist. Am weiten ist das Mais und dicht ist der Grün. Das aber nicht, ist aber an sich kein Problem. Also ich weiß ja, dass der Hopfen ist. Man muss dazu sagen, man muss eben auch die Mods oder entsprechend die Textur auch haben. Ne? Und selber alles herstellen ist nicht alles so machbar, zeitlich gesehen. Auch wenn man es kann, aber wenn es man nicht hat. Ob man dafür spezielle Programme braucht, kann durchaus sein. Und wer es nicht hat, extra für eine Textur das machen, ich weiß nicht. So, das klappt. Zumindest ein Abladen, ne? Und dann stelle ich ihn gleich in die Garage, in die Halle, in der durchfahrbaren Halle. Halle durchfahrbar ist gut in der Beziehung. So, dann müssen wir sehen. Dann müssen wir nächste Woche die Kühe, unsere Arbeit und unsere Schweine, unsere Aufmerksamkeit widmen, ne? Erstmal zuerst, denke ich mal. Obwohl, bis morgen früh um 6 Uhr ist das also kein Thema, das ist. Die haben Futter genug, da klappt, können wir entlassen. Den fahren wir jetzt immer unter Dach und Fach. Irgendwo hier, wo wir noch Platz haben. Für zwei Hänge. Genau da, wo der andere stand. Gibt es keinen Stammplatz in dem Sinne, nur hier in der Halle sind die Hänger, ne? Also solange der weiß, dass die da stehen, ist es gut. Den Traktor werde ich so brauchen, denke ich mal, für irgendwo, ne? Also gut, jetzt muss ich kurz überlegen. Strom läuft, die Drescher müssen zurück. Alles können wir machen, aber wir müssen mal die Fahrzeuge zurückbringen. Das heißt, wir haben vorne aktiviert. Fahrzeug umstellen. Ausklappen. Absenken, damit es einen Bumpf macht und dann ausklicken. Jetzt können wir ihn nämlich anhängen und dann können wir zurückfahren. Können wir auch schließen. So, die Ernte von Getreide ist erledigt, ne? Was noch fehlt, ist unser Mais. Das soll aber extra gut werden. Und sag schon. Weißt du was? Hier machen wir jetzt. Oh, reif. Ja, wir haben ja. Wir haben eine neue Version von der Marsch. Das heißt, ich muss da erstmal ja, genau, die Zahl ändern. Das hatten wir schon mal. Und dann war das im Arsch und dann ging das meine Kurse, die ich mal nachträglich eingefahren habe, waren dann auch weg. Na gut, heute ist es immer nicht mehr so wichtig. Und nächste Woche denke ich dann garantiert auch nicht dran. Dann müssen wir das halt alleine machen, ne? Ist ja nicht so weit und ist ja auch nicht so schlimm. Strohfahrer, das klappt, das ist gut, das ist mir schon. Das ohne Arbeiten kann Kurs bei super machen, auch die Ernte klappt eigentlich super. Was nicht klappt, richtig ist Abfahren. Warum das genauso ist, weiß ich auch nicht. Das ist mir auch ein Rätsel. Ich fand das eigentlich bei den 17er ein bisschen besser, aber wie gesagt, es mag ja hier auch ein bisschen komplexer geworden sein, ne? Aber die Bäume wachsen bei hier auch nicht, ne? Na gut, meine Bäume werden auch nicht wachsen. Ja, wir schauen zum Sägewerk, ja, da wird auch ein, das werden wir auch vorne wirklich schaffen. Wir werden mal die Drescher mal zum Hof fahren und bereit machen zur Reparatur und zum Waschen.
Weil wenn wir auch einen kleinen Körnermais machen, das weiß ich auch nicht genau, aber jedenfalls ein Feld geht erstmal rein ins Silo. Und wir haben extra zwei Silos gekauft. Und immer schön voll machen. Und wir werden auch gleich mal schauen, dass wir den blauen LKW nehmen und dann stellen wir hier mal so hin. Gehen mal raus, dann gehen wir weiter an und fahren mal zu BGH. Ob wir da noch überhaupt noch was zu liegen haben. Anhängen. Der werden wir mal sehen, ne? Ob wir da, wer hat da wieder alles hingekippt? Vor allen Dingen nicht genutzt, ne? ist ja nicht so tragisch, ist ja nicht so schlimm. Ah, jetzt haben wir endlich Stroh. Lose Stroh für die Rinder. Wir hätten auch Stroh kaufen können und entsprechend sind die Schweine alle gleich groß. Das geht wohl technisch gesehen nicht. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass es zum Beispiel es kleine Tiere auch so gar nicht gibt. Als zwar bei anderen Karten mal kleine Tiere gesehen. Aber das sind ja auch, glaube ich, eigenkreierte Tiere. Ja, das Silo ist da. Und wir haben einen Ballen da. Da soll unser Mais rein. Und da können wir ja schön fahren. Anführungszeichen schön. So, jetzt können wir gleich aufladen. Dass wir heute Nacht ein bisschen Geld bekommen. Das ist ja das nächste Problem, ne? Also, die müssen ja Geld verdienen. Und wir haben ja was da, was wir jetzt erwerten können. Das ist ja. Nächste Folge können wir dann entsprechend Strom, Gras machen. Wieder Nachschub für unser WGH bringen. Gras werden wir immer jetzt hier so reinkippen, also das machen wir nicht mit. Silo. Da ist der Aufwand zu groß. Für alleine. So, kann er wieder arbeiten eine Weile. 100.000 plus X. Locker 200.000 verarbeiten und wir können ein bisschen Geld verdienen. Über Nacht. Bis Nacht kriegen wir Geld. Dann haben wir auch die Ballen fast verarbeitet hier. Wenn ich daran denke, werde ich sicherlich nochmal ranfahren und meinen Rest nach umstellen, also einkippen neu. Ist ja nicht ganz so dramatisch. Da nimmt sich hier fleißig immer Ballen, das ist gut. So, mal schauen, dass ich gut hinkriege jetzt kriegen. Na ja, gut. Wenn er nicht alle kriegt, dann ist eh klar, aber Teil bekommt er auf jeden Fall. Jedenfalls kriegen wir heute Nacht schon mal Geld. Jetzt fahren wir noch das andere BGH an und machen das auch gleich hier. Unsere Kartoffel blüht auch schon. Obwohl die Dinger sind giftig, ne? Also die, was da als Samen wächst in der Kartoffel oben drauf, die sind giftig, die kann man nicht essen. Man kann die vielleicht einpflanzen, das ist fast, könnte vielleicht funktionieren, das weiß ich nicht. Ich habe es nie getestet. Beziehungsweise ich habe es nie gesehen. Persönlich kam nie auf die Idee, das zu testen. Weil zum Pflanzen wurde ja immer die. Na, nicht genug Holz da. Holz ist auch da. Oder ist die nicht an? Andere schon machen, ne? Und hier müssen wir auch ein bisschen Terraforming machen, dass wir ein bisschen. Paletten bringt mehr Geld, ne? Keine Paletten, ne? Das war aus.
Holz habe ich genug da. Mal gucken. Bretterpaletten. Stahlpaletten. Automatisch. Hackschlüssel haben wir noch voll. OBS ist knapp 15.000. Mehr Paletten haben wir gut. Müssen wir nächstes Mal starten. Oder laden wir aus. Ach, die machen wir später, das ist nicht so schlimm. Wenn wir mal richtig in Geldnot sind, dann können wir die verkaufen, die Paletten. Aber die wollte ich ja noch behalten für die Brauerei nachher. Obwohl wir alle genug haben müssten normalerweise, aber wie gesagt, seht nicht so eng, das ist. Fahren wir hier lang, kommen wir auch dahin. Oh, die Folge ist ja zu Ende. So, liebe Zuschauer, das war's für heute gewesen. Dann zeigt mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Wir fahren jetzt noch zum BGH. Ich danke fürs Reinschauen. Für den einen anderen Like, der gekommen ist. Kommt hier mal einer oder zwei. Auch danke dafür. An die fleißigen Liker. Und. Ups. Und. Wie fleißig kommentieren. Fragen, Anregungen, immer gerne rein damit. Gibt das verkehrt? Jetzt zeigt mal Tschüss und Winke. Ciao, ciao. Wir sehen uns wieder zur nächsten Folge bei der BGH. Und tschüss. Tschüss.